und Veron. Alter Vater. Ja, ihr Lieben, 2.8er RSR, da schlägt ja mein Herz für. Und das ist ja genau das Auto, was ich so geil finde. Wie ihr sehen könnt, das Schloss Dück ist eine der renommiertesten Adressen, wenn es um Oldtimer geht. Und zu leben wissen die Leute auch hier. Ich meine, hier geht es auch nicht nur um Oldtimer und so weiter, sondern um schöne Dinge und wie man es sich gut gehen lässt. Und das tun die Leute hier. Aber Autos sollen wir uns jetzt angucken. Also, viel Spaß dabei. Ja, wie geil, was ihr sehen könnt, da hinten ist der Schlosspark. Boah, das sieht ja mal aus. Ja, aber so soll das wohl sein, ne? Wunderschön. Und da sehe ich einen Bizzarini und dann sehe ich da einen hässlichen Lotus Europa, daneben einen schönen 2.8er RSR und eine Corvette und ein Dingsbums und ein Tresa. Wer von euch kennt noch Tresa? Sah so ein bisschen keilförmig aus. Gab es auch eine eigene Rennserie, Spaltmaße wie ein Hundekuchen und hat sich leider nicht irgendwie halten können. Ganz teure Autos. Da unten steht einer, den gucken wir uns gleich mal an. Ich kann gar nicht so viel über das Auto sagen. Wenn ihr irgendwas wisst, schreibt es unten in die Kommentare rein. Da bin ich sehr, sehr dankbar für. Ansonsten habe ich gerade festgestellt, dass ich entweder schwimmen muss, wenn ich auf die andere Seite möchte, oder den ganzen weiten Weg zurück. Ihr könnt euch jetzt also eine Runde kaputt lachen, während wir wieder zurücklaufen. Have fun, ciao. Die Autos werden immer älter. Ja, im Winter ist nicht so gut, ne? Schlossstück. So nah und doch so fern. Die Parkplätze sind jedes Mal katastrophaler irgendwie organisiert. Nein, alle geben sich natürlich Mühe und so weiter, nur gut tut das den Autos natürlich auch nicht. Jetzt stehen die in der Schlange, der eine kocht schon hoch. Aber jetzt sehen wir zu, dass wir einen Parkplatz finden und endlich aufs Gelände kommen. Also, bis gleich. Was so ein bisschen Einzug hält, sind natürlich auch diese Youngtimer. Und die Youngtimer sind insofern interessant,
ja, ich sag jetzt mal sowas hier, ne? Das ist ja ein Fünfer, eigentlich ein schlichtes Auto, aber eben sehr, sehr ordentlich und sehr, sehr gepflegt. Die Leute haben eben erkannt, dass die Autos sammelwürdig sind und dass das schützenswert ist. Und das ist natürlich toll, wenn man dann sieht, dass so Sachen, die erstmal so ein bisschen verpönt waren, zum Beispiel hier laufe ich gerade an einem Alpina, an einem BMW Alpina vorbei. Ein Schmankerl in einer fiesen Farbe eigentlich, sieht aber stark aus, Audi Quattro. Und die Toyo Proxis R888 Reifen bedeuten mir also, dass derjenige auch ernsthaftes Fahren gewohnt ist. Alphas und Mercedes. Boah, die Mercedes sind auch stark, die gefallen mir gut. Eine Pagode und ein riesiges Ami-Dickschiff. Opel GT, die Corvette des kleinen Mannes. Da vorne ist ein Opel Manta. Opel Manta, Citroën DS, die Göttin. Hatten wir auch schon gesehen in Bremen. Hydropneumatik, man kann das Rad wechseln ohne Wagenheber. Und die Hydropneumatik wurde auch von vielen Leuten gar nicht so wirklich verstanden. Oh, GTV, genau, James Bond. James Bond. War das nicht der Spion, der mich liebte, meine ich? Und dieses Auto war auch bei James Bond mit dabei. In Gelb. Ein Golf 1, ein schöner alter BMW, ein NS Uro 80, erstes Auto, was im Windkanal entwickelt wurde. Ein NSU Prinz, ohne Ende Porsche, 911, 914, 6, Käfer und so weiter. Aber wo könnten die schon fehlen? Und wo ich gerade davon rede, laufen wir an einem T1 vorbei, wo drauf steht Porsche. Als ich 1984 Formel 1 geguckt habe, hier war ich. Ich war nämlich der größte Fan von Ayrton Senna und Ayrton Senna ist zu dem Zeitpunkt für Lotus gefahren. Lotus mit der Lackierung vom Jean-Pierre Special Edition, goldene Felgen. Die gerade flache Scheibe bei James Bond war das Auto zu sehen und ist immer noch ein starkes Teil. Ja, ich weiß nicht, wie verlässlich die Autos von den Motoren her sind, aber sehen doch super interessant aus, wenn man sich das mal so anguckt. Geiles Auto. Zu groß sollte man allerdings nicht sein, wenn man da einsteigt. Durchs Wasser fahren sollte man auch nicht, wie James Bond das gemacht hat. Weiter geht's. Ja, Z1. In den Bergen Italiens, wisst ihr noch, da hatten wir ein Z1 vor uns bei der Mille Miglia und hinter uns war der 550 Spider. 80.000 Mark Neupreis damals, 188 PS und heute immer noch immense Preise, weil der Wagen damals so teuer war. War das irgendwie kaum Konkurrenz zu einem Porsche 911? Und die Leute haben sich eher überreden lassen müssen, das Auto zu kaufen. Wohl dem, der so ein Auto damals gekauft hat. Die sind heute gesuchte Sammlerobjekte. Und zeichnen sich dadurch aus, habt ihr vielleicht schon mal gesehen, dass die Scheibe runtergeht und die Tür runterfährt. Man muss also über die Säule drüber steigen, um aus dem Auto zu gelangen. Richtig cool. Komm, gucken wir uns an. Bitte. Ist das eine fürchterliche chinesische Kopie von einem Jaguar, die Panther heißt und aus Rohren zusammengebastelt worden ist? Schande, Schande, Schande. Weg, ganz schnell weg. Eine Cobra, bin ich ja großer Fan von. Und hinter uns steht was Besonderes, auch wenn es wahrscheinlich eine Replik ist, denke ich mal. Und es gibt nur 5 oder 6 Stück davon. Das ist ein Daytona Coupé, im Prinzip eine Cobra im Dach, allerdings etwas schmaler. Richtig cooles Teil. Die da langfahren, das gucken wir uns jetzt an. Wir müssen über die Brücke gehen. Sotheby's, teure Autos. Kois, auch teure Autos. Wir gehen gucken. Mit dem Auto ist Walter Röhrl Weltmeister geworden. Michel Mouton und er lagen gleich auf. Und Michel Mouton ist nur nicht Weltmeisterin geworden, weil das Auto einen technischen Defekt hatte. Walter Röhrl hat den Titel damals geholt und es war, glaube ich, das letzte Mal, dass ein nicht allradgetriebenes Auto den Titel geholt hat. Geiles Auto. Opel Ascona. Und gestern hatte ich euch was erzählt zu einem automobilen Krampf namens Teser. Da hinten ist er zu sehen. Spaltmaße wie ein Gullideckel. Und viel zu teuer. Eine eigene Rennserie konnten das Auto nicht retten, war, glaube ich, ein
Projekt von irgendwas mit Audi, Volkswagen. Wieder mal willkommen im Porsche-Land. Und bei Kreuz steht ein 89er Speedster. Da hinten steht er, in Turbo breit. Allerdings sehe ich die 964 Spiegel bzw. die 993 Spiegel. Macht schön aussehen, ist aber nicht zugehörig zu dem Auto und hat da nichts verloren. Warum ist das da dran? Verkrummten Felgen sind Amerika, klar. Der Rückspiegel gehört nicht dazu, hat nichts da drin verloren. Das Armaturenbrett ist kein originales Speedster-Armaturenbrett. Und auch die Stoßstange lässt nicht darüber hinwegtäuschen, dass es ein amerikanisches Auto ist. Und direkt bei Kreuz erstmal danke, dass wir uns hier umsehen dürfen. TVR kennen vielleicht einige von euch, gilt immer noch als Exot. Das ist eigentlich ein starkes Auto. Es heißt ja, dass niemals ein TVR wegen Panne liegen geblieben ist. Halte ich für ein Gerücht. Das hier ist das blechgewordene Comic-Auto. Donald Duck würde sich freuen, denn man sitzt auf der Hinterachse. Beim Cheetah, so heißt das Auto. Ich habe ihn noch nie live gesehen. Ich habe ihn direkt erkannt an der lustigen Hinterachskonstruktion. Das müsst ihr euch angucken. Das Auto sieht wirklich irre aus, scheint aber recht konventionelle Technik zu haben. Oder Zagato, erkennt ihr, bevor ihr das jeweilige Modell erkennt. Das ist auch was Zagato-artiges, wette ich. Alpha Junior 1600er Zagato. Ihr seht das also an der Front. Irgendwie erkennt man das. Ich kann noch nicht mal genau sagen, woran das liegt. Da vorne ist der 3.6er Turbo. Dieser hier hat auch die Sportsitze und das Turbo S-Paket. In der normalen Leistungsstufe 360 PS aus 3,6 Litern. Leistungssteigerung mit den Doppelendrohren hat er dann 385 PS. Nicht zu verwechseln mit dem 3,3 Liter Turbo S mit 381 PS. Man kommt schon durcheinander bei diesen Turbos 964, 3,3, 3,6 Liter. Bei dem roten, bei den roten Bremsklötzen könnt ihr sicher sagen, und den dreiteiligen Speedline-Felgen könnt ihr sicher sagen, dass es ein originaler 3,6 Liter Turbo ist. Und jetzt gucke ich mal, ob der die Leistungssteigerung hat. Nein, hat er nicht. Allerdings nennt er sich jetzt hier Turbo S. Ich bin ein bisschen verdutzt. Tatsächlich, er hat sogar einen richtigen Heckflügel. Leute, ich muss mich gerade kurz revidieren. Ich habe mich vertan. Es ist tatsächlich ein Turbo S. Also es ist kein 3,6er Turbo, es ist ein Turbo S. 381 PS aus 3,3 Litern. Das ist nicht das Auto, das Will Smith gefahren ist. Hatte aber zunächst auch dann diese großen Bremsen, die dann hinterher vom 964 3,6er Turbo übernommen wurden. Und auch die Heckstoßstange ist die gleiche wie beim 964 RS. Liegt mit Sicherheit nicht unter 700.000-800.000 Euro heute. Ich behaupte sogar, dass der wahrscheinlich die Millionengrenze knacken kann. Seltener geht es kaum noch und trotzdem sehr unscheinbar. Schönes Teil. Carnapping, so heißt der Film. Bernd Buchbinder hat es vorgemacht. Das ist der Polaroid Turbo. Diesen Turbo als Targa gab es, bevor es sogar den von Porsche gab, als 930. Das Auto ist ein Nachbau des legendären Autos, was in dem Film Carnapping gestohlen wurde und dann verkauft wurde. Hier schon mit Fünfganggetriebe. Das Getriebe kam damals von Ruf Porsche. Von innen, erinnere ich mich, gab es diese fürchterlich abgedrehte Blaupunkt-Stereo-Equalizer-Anlage. Ihr seht diesen lustigen Streifen, der so ein bisschen auf Christopher Street Day hindeutet. Aber der ist der Firma Polaroid geschuldet. Und Polaroid und Buchbinder sind da zusammengekommen. Und deshalb ist eben dieses Auto entstanden. Eine Legende. Wo das Original abgeblieben ist, weiß kein Mensch. Aber dieses Auto ist mindestens genauso schön und erfreut die Leute heute hier. Ich mache mal ein paar Fotos. Cool. Ansonsten ist das Auto serienmäßig mit den 330 PS bzw. 300 PS. Mit dem 3,3 Liter Turbomotor. Geiles Teil. Single-Turbo, Aufladung, größerer Ladeluftkühler. Wir sind ja eigentlich keine großen Freunde von Modellautos oder sonst irgendwas. Und auch diese ganzen Souvenirs, die sich irgendwelche Leute wie alte Zapfsäulen in die Garagen legen, sind nicht ganz interessant für uns. Aber diese Sachen greifen immer mehr um sich. Und hier vorne sind also so ein Souvenirladen mit so alten Schildern und so. Das kaufen sich dann irgendwelche Männer, die schon alles haben, wenn sie ihre Garage ausstatten. Und das kommt dann da rein. Die ganzen originalen Teile haben alle einen immensen Wert. Ich meine, wenn ich mir das hier angucke, das sieht mal richtig schön aus.
Ja, und das ist ja hier mal ein Wunderwerk. Tesla. Sieht gar nicht so spektakulär aus, ist aber ein Teufelsgerät, und zwar Elektroauto, klar. Jeder schon mal gehört. Ich sitze in einem GT3 MK2, 381 PS, wahrlich kein langsames Auto. Und dann taucht auf einmal mit 4 Leuten besetzter Tesla S auf, mit 770 PS. Und ich habe nicht den Hauch einer Chance und trete aufs Gas, als gäbe es keinen Morgen mehr. Und der Tesla zieht mich ab. Die Autos sind wahnsinnig schnell. Denn dieser Elektroantrieb hat folgenden Vorteil. Das gesamte Drehmoment liegt ab Drehzahlen 0 an. Und das macht den Elektromotor so wahnsinnig kräftig und effizient. Und was uns heute als was Nagelneues verkauft, den gab es ja schon längst. Das ist alles gar nicht so neu, wie man es uns glauben machen möchte. Da hinten ist das Fahrerlager und direkt hinterm Fahrerlager ist das Schloss. Und dieses Schloss ist auch kein so ein bisschen Schloss, sondern das ist ein Hallo-da-bin-ich-Schloss. Deshalb zeigen euch das gleich auch. Aber auf dem Weg dahin ist das Fahrerlager. Und im Fahrerlager, da war es immer ganz besonders interessant, denn Fahrerlager lässt auf Rennstrecke schließen und alles, was mit Rennstrecke zu tun hat, interessiert uns. Ein NSU. Und nein, der hat nicht zu viel Gepäck an Bord, sondern das ist die Haube für den Motor, die dann offen bleibt, damit der Motor genügend Sauerstoff bekommt. Sieht aus, als wäre da zu viel Gepäck drin, aber tatsächlich, das ist für den Motor. Und vorne der Kühler sieht witzig aus, weil er so deplatziert wirkt. Ich rieche schon Sintermetallkupplung und Bremsenstaub und wie sie alle heißen. Ein grüner 356. Sehr gut. Sehr gut, ja. Was aussieht wie die Bundesgartenschau, ist das Fahrerlager. Wir kommen immer näher. Und Achtung, nicht überfahren lassen von einem Morris Minor. Ist das ein Morris Minor? Ich glaube schon. Und Gartenpraxis hört sich an wie so ein homöopathisches Zentrum für eingewachsene Fußnägel. Ist es aber, glaube ich, nicht. Oh Gott, aber wer ist das? Das ist ja das hässlichste, ich würde fast sagen, Auto, Dreirad, Motorrad. Na, da kann auch der leckere Dröpke draufstehen, wie er möchte. Das ist nicht schön. Aber ich glaube, dass auch hier wieder, also ist nur eine Vermutung, aber diese ganze Dreirad-Schose, die gab es ja auch in den 40er, 50er Jahren. Morgan Three-Wheeler ist euch vielleicht ein Begriff. Und es, ich vermute jetzt einfach mal, in England weiß ich, dass es deshalb war, weil eben Steuern gespart wurden. Und das Gleiche wird wahrscheinlich auch hierfür gelten. Also drei Räder haben mit Sicherheit keinen Vorteil, was die Fahrdynamik angeht oder die Bremsen oder das Kurvenverhalten. Willkommen ins Fahrerlager, ins neue Fahrerlager. Gibt es auch ein altes? Oh, da kommen schon die Formelfahrzeuge. Schaut euch das an. Marco Allen ist mit dem Auto gefahren, klingt nicht sehr spektakulär, ging aber wie die Pest vorwärts. Kein Allradantrieb, der letzte seiner Art ohne Allradantrieb. Da vorne Audi Quattro, harte Allradantrieb.
Und zwar den alten klassischen Allradantrieb. Kein computergesteuertes irgendwas. Michel Mouton und Fabrizia Pons sind mit dem Auto fast Weltmeister geworden. Und Walter Röhrl hat sich das ganze Teil geholt. Mit dem Auto, das wir euch gerade gezeigt haben. Ascona mit der Rottmanns-Lackierung. Egbert Michel Mouton. Auf der Mille Miglia, ihr erinnert euch, in den Bergen. Ein Wahnsinniger. Dann Mixcar 120 Jaguar. Hier vorne stehen wieder diese Autos und erinnern uns an die Mille Miglia. Guck mal, da sind sie, ne? Aber der irgendwie da vor uns fuhr, sah irgendwie fieser aus. Der sieht so gesittet aus. Nein, bitte bringt mich nicht um. Ich zeige ihn euch noch einmal. Den 550 Spider. Da ist er. Von dem Auto haben wir wirklich genügend gesehen bei der Mille Miglia. Das war stark. Letztes Jahr beim Oldtimer Grand Prix am Nürburgring, da hat uns der Stefan Mücke ein Interview gegeben. Das ist er. Aber der Stefan ist nicht hier. Das Auto von Nietzsche und Klaus Ludwig, 450 PS, je nach Ladedruck natürlich bis über 500 PS. Nicht besonders wahnsinnig haltbar, aber mit dem Cosworth-Zylinderkopf konnten die Autos diese Leistung auch aushalten. Und das Auto war wirklich eine fürchterliche Wucht. Also wer da hinter diesen Familienkarre sieht und im Prinzip diese viertürige Opa-Limousine vermutet, ja, das ist das gar nicht. Das Ding geht fürchterlich nach vorne und ich glaube, Klaus Ludwig ist damit deutscher Tourenwagenmeister geworden, zusammen mit Nietzsche. Als Autos gezeichnet wurden und nicht in irgendwelchen Windkanälen oder am Rechner entstanden. Vizzarini. Ich weiß gerade gar nicht so ganz genau, Vizzarini und Iso Rivolta oder beziehungsweise Iso Griffo. Schreibt mir in die Kommentare, was da der Unterschied ist. Ich weiß einfach nur, dass derjenige, der diesen Wagen gezeichnet hat, auch den 250 GTO von Ferrari gezeichnet hat, eines der schönsten Autos der Welt. Ich kann aber nicht wirklich genau sagen, was es mit dieser Vizzarini und Iso Rivolta-Schose auf sich hat. Schreibt es mir in die Kommentare, wenn ihr es wisst. Ich weiß es nämlich nicht. Trotzdem, wahnsinnig geiles Auto. Sieht richtig schön aus. Und irgendwie ist auch die Verwandtschaft von 250 GTO zu erkennen, finde ich. Oder? Ja. Auf in den Schlossgarten, da wollen wir jetzt hin. Und manche sitzen vor dem Motor, manche sitzen hinter dem Motor, manche sitzen auf dem Motor, was wahrscheinlich wehtut. Wir gehen in Richtung Schlosspark und überall haben sich die Leute gemütlich gemacht und im besten Fall sich zeitgemäß gekleidet, aber 20er, 30er Jahre sind. Das ist der berühmte Schlossgarten, der wunderschön angelegt ist, dazwischen die ganzen Oldtimer und es ist einfach nur eine Wucht, denn wir haben sogar Glück mit dem schönen Wetter. Gestern war es nicht ganz so toll, dafür genießen wir heute die Sonne umso mehr und da vorne steht ein Mercedes SSK von Mercedes-Benz Deutschland. Den gucken wir uns jetzt mal an. Komm. Und Mercedes SSK. Auch da ist wieder ein Mercedes, der mit Porsche was zu tun hat. Nämlich von Professor Ferdinand Porsche konstruiert und entwickelt. Ja, Mercedes-Fans, ist gar nicht euer Auto. Gehört uns Porscheanern tatsächlich. Nichtsdestotrotz hängt da ein Mercedes-Stern drüber und es ist am Ende Mercedes-Kompressor geworden. Und kurzes Päuschen bei Julius Bär, die netten Damen von dem Stand hier haben uns gerade eine leckere Bionade spendiert. Und jetzt geht's schön durch den Schlosspark und wir gucken uns die Autos an. Folgt mir unauffällig. 2,7er RS, 210 PS, schnellster Serienwagen Deutschlands. Homologationsmodell, sollten 500 Autos gebaut werden, 1509 sind es hinterher geworden. Magnesiumblock, 210 PS aus 2,7 Litern. 33.000 Mark sollte das Auto kosten und die Porsche-Chefs haben gesagt, ihr spinnt wohl, über 30.000 Mark soll das Auto kosten, wer soll den kaufen? 500 Stück musste man verkaufen, um das Auto für den Kundensport zuzulassen, als Homologationsmodell. Und da gab es diese berühmten Poster,
500 Männer werden ihn fahren. Und 1000 Frauen, sagte man dann hinterher augenzwinkernd. Der erste Porsche-Kunde jemals eine Frau war. Mhm. Ich glaube, der mit der Knickscheibe, ich bin mir nicht ganz sicher, ob das jetzt die Nummer 1 war, weiß ich nicht wirklich. Aber der erste Porsche-Kunde war eine Frau. Und auch das richtige, ja, wahrscheinlich ist das Auto restauriert worden, auch das richtige Badge vorne dran mit dem orangenen Porsche-Emblem. Die Felgen, die ein Vermögen kosten, hinten die Ausstellfenster etc. Was ein schönes Auto, hört nie auf, cool zu sein. Und die Autos sind mittlerweile bei 700.000–800.000 €. Manche sind auch für über 1 Million rausgegangen. Da ging dann dieser Hype so weit nach oben. Und wo natürlich solche Preise gezahlt werden, da ist auch Schindluder nicht weit. Und viele schwarze Schafe aus der Szene, sage ich jetzt mal, die dann so ein Auto als Original verkauft haben, war dann alles gar nicht so. 1500 wurden gebaut, heute sind nur noch 4.382 übrig. Alfa Montreal. Der Montreal zeichnet sich aus durch diese lustigen, ja, wimpernartigen Dinger, diese querliegenden Wimpern, die also nach oben klappen, sollte man das Licht anmachen. Ein ganz, ganz formschönes Coupé und findet ganz, ganz viele Anleihen beim Miura, komischerweise. Denn auch der Miura hat, wie ihr das sehen könnt, an der hinteren Türführung diese Leiste, die also ein bisschen breiter wird. Das hatte der Miura damals auch. Und der Montreal ist einer der letzten schönen und echten Achtzylinder von Alfa. Und ein wunderschönes Auto. Lange verkannt und mittlerweile auch bei Preisen zwischen 70.000 und 80.000 € eingependelt. Und da bleiben die Autos auch und waren sie auch die letzten 2-3 Jahre. Hoffentlich gehen die nicht hoch, denn wir wollen diese Autos ja auch auf der Straße sehen. Alle haben es hier schön und allen gefällt das hier. Aber es ist auch wirklich eine Wucht. Also die ganze Kulisse ist toll. Und was ist das? Nein, das ist nicht das Bellagio in Las Vegas. Ja, ich würde sagen, das Leben ist fürchterlich und schrecklich. Die automobile Klassikwelt weiß wirklich nicht, wie man das Leben genießt. Wenn ich mir das so angucke, guck mal da. Es ist wunderschön hier. Da hinten stehen die Ferraris, die ich sehen kann. Und neben dem Daytona und dem Dino 246 habe ich auch die wahre Krönung gesehen, nämlich ein 288 GTO, mittlerweile wertvoller als ein Ferrari F40. 288 GTO hatten wir auch auf der Messe in Essen gesehen. Das Auto hat damals die Turbo-Ära bei Ferrari eingeläutet. Den gucken wir uns mal an. So, da vorne ein 275 GTB, ganz interessantes Teil. Das Auto hat Jamiroquai in seinem neuen Video. Und ein wunderschönes Auto, ein Long-Wheelbase-Auto, was so viel bedeutet, wie dass das Auto einen langen Radstand hat. Wir kennen diese Autos auch mit kurzem Radstand, als 250 GTO schon mal gesehen. Da ist ein gelbes Auto gehandelt worden, was dieser Arzt in Florenz gefahren ist. Wunderschönes Auto, die zeitgenössischen Reifen drauf. Und so ein Auto braucht man, glaube ich, mittlerweile gar nicht mehr unter 2,2, 2,3 Millionen Euro zu gucken. Die sind mal richtig wertvoll gewesen. 250 GT Cabriolet. Verwandtschaft zum California Spider. Das Ferris macht blau Auto, was wir in diesem eigentümlichen Rot Metallic gesehen haben bei Sotheby's am Comer See. Auch nicht wirklich verkehrt, das hier. Ich kann dieses Auto nicht oft genug in den Himmel heben, was ich im Augenwinkel sehe. Da ist nämlich der F40, zu dem gehen wir jetzt hin. 476 PS, Enzo Ferrari wollte 500 haben. Der Porsche 959 stand in den Startlöchern. Das Auto war miserabel verarbeitet. 476 PS waren gut für 320 km/h. 199 Meilen schaffte der 959, 201 Meile schaffte dieses Auto. Die 200-Meilen-Marke geknackt, na, und interessiert keinen Menschen. Leichtes Auto, schnelles Auto. Der Turbomotor erfordert Vorsicht beim Warmfahren und beim wieder Kaltfahren. Ansonsten ist das Auto ein brachiales Teil und der sieht auch viel empfindlicher aus oder viel fragiler aus, als er eigentlich ist. Das Auto ist ein wunderbarer Langstreckenwagen und Rennwagen. Richtig geiles Teil. Und den Vorgänger, der viel unspektakulärer aussieht, den haben wir hier stehen. 288 GTO, etwas längerer Radstand als ein 328, 308, etwas breiter, auch zu erkennen hinten an diesen kleinen Luftschutzen hier vorne. Da erkennen die Laien eben, dass es kein normaler irgendwas Ferrari ist, denn der sieht wirklich eigentlich unspektakulär aus. Zwischen 2,2 und 2,5 Millionen Euro werden die Autos heute gehandelt und sind mehr als doppelt so teuer, wie es eben der F40 ist. Testarossa, roter Kopf, gebaut von 86 bis 94.
180 Grad V-Motor macht daraus einen Boxermotor 328. Zum 911, direkter Konkurrent. Eigentlich ganz handsames Auto. Beide Autos, 308 und 328, sind beides Autos, die absolut alltagstauglich sind und Ferrari-Flair transportieren und man auch nicht unbedingt das Feeling hat, dass es so eine Notlösung ist. Ist es gar nicht. Das ist ein echter Ferrari, der total Bock macht. Und das Gleiche gilt auch für diese braune Schose, die da, ja, schön ist ja was anderes. Aber man kann erzählen, man hat einen Ferrari. Der Mondial ist ein Viersitzer. Und ist zu haben zwischen 28.000 und 35.000 Euro. Gab es auch als Cabriolet. Viersitzige Cabriolets sind sowieso selten. Und deshalb ist jemand, der momentan auf der Suche nach einem Youngtimer ist, als Cabriolet und mit vier Sitzen vielleicht damit super bedient. Auch Leute, die gar nicht so sehr mit Mondial zu tun hatten, hatte ja den Motor aus dem 348. Aber damit war das Auto wenigstens halbwegs alltagstauglich. Ferrari halt. 512 dB, der schönere Testarossa. Das war so in den 70er, 80er Jahren oder beziehungsweise vor dem Testarossa der 12-Zylinder Mittelmotorsportwagen Tino 308 GT4. Das war diese verrückte Farbe, mintgrün, metallic, irgendwas komische Farbe, habe ich auch bei Sotheby's gesehen. Ist mit Sicherheit nicht die Farbe, die ich mir aussuchen würde. Ein Ferrari hat rot zu sein, aber was rede ich da? Da vorne ist ein gelber Ferrari, da vorne ist Bronze. Außerdem, Ferraris erstes Auto, hatten wir gesagt, gelb, nix rot, gelb, gelb, gelb. Vier Auspuffendrohre sehen aus wie schau mich an. Ansonsten dezent. Was ich sehen kann, sind die Campagnolo Magnesiumfelgen, die heute ein Vermögen kosten. Und Jamiroquai wird wissen, warum er das Auto in sein neues Video gepackt hat. Richtig cool. Immer wenn man meint, man hätte schon das Ende der Fahnenstange erreicht, ist das gar nicht so. Es geht immer weiter und immer weiter und immer weiter und der Garten ist noch größer und hier sind überall Autos und Autos und Autos, ich werde verrückt. Ja, und AC/DC spielen auch wieder live. Und wenn es heißt, sattelt schon mal die Pferde, das geht wahrscheinlich schneller als dieses Auto zu starten. Das ist eins dieser seltenen Dampfmaschinenautos. Das Auto, ich weiß nicht genau, wie das funktioniert. Also, das ist wohl keine klassische Dampfmaschine, aber ein Dampfauto. Keine Ahnung, wie das funktioniert. Jay Leno hat so einen und da habe ich den Wagen auch schon mal gesehen. Aus dem Grund ist er mir gerade auch aufgefallen. Mal gucken, was der so hergibt. Stanley Steamer. Und Steamer ist eben Kochtopf. Wir haben gestern ein GT in Gelb gesehen, als Cabriolet. Das Auto ist wohl gerade neu rausgekommen. Ich muss das erstmal alles sortieren. Also wir haben eine ganze Menge gesehen. Wunderschön war es auch. Die Kulisse hier, ja, kann ich gar nicht oft genug wiederholen, ist eigentlich eine der schönsten Kulissen, in der man Autos überhaupt präsentieren kann und wird den Autos auch gerecht. Und während ich euch davon erzähle, taucht da hinten was auf, was ganz selten ist und ich glaube, dass es sogar der Originale ist. 924 Carrera GTR. 310 PS, das Homologationsmodell. 49 Autos, die gebaut worden sind. 406, also basierend auf dem 924 Carrera GT, 406 Autos gebaut. Das ist eines der 50 Autos, die also von Porsche für den Rennsport gebaut worden sind. Mit dem Auto ist Walter Röhr-Le Mans gefahren und die sind einen Klassensieg eingefahren. Und besonders witzig war, dass das Team einen Preis bekommen hat für die kürzeste Standzeit in der Box. 1981 haben wir den Klassensieg geholt, Le Mans. Für den Gesamtsieg hat es nicht gereicht, aber trotzdem cooles Auto, Trans-Axle-Prinzip. Ach, guck mal, da ist das nächste Auto, ja. 924 Turbo, Geistdörfer und Röhr als Auto ist das wahrscheinlich. Wahrscheinlich auch das originale Auto. Die Autos sind ein bisschen höher gesetzt. Nein, es ist ein 924 Carrera GT, Entschuldigung. Autos, verwandt mit dem GTR, den ihr gerade gesehen habt, für einen ganz anderen Bereich, nämlich für den Rallye-Sport. Und Royal hat auch damit seine Preise eingehalten. Das Auto auch
niemals live gesehen. Auch eine Premiere für mich hier. Die Autos, und deshalb gucke ich da so heimlich hinten dran, hatten hier hinten einen kleinen Tank für die Trockensumschmierung. Interessantes Teil, ne? Ich meine, sieht natürlich sehr spartanisch aus, alles original, so wie es gehört. Auch die Handbremse sieht ein bisschen amtlicher aus als das, was ich da sonst an Handbremse kenne. Hallo. Wenn ihr euch wundert über diese Pappdinger, die auf dem Boden liegen, diese alten Autos sind ja nicht sehr bekannt dafür, besonders dicht zu sein. Und die verlieren auch alle möglichen Flüssigkeiten. Und ich werde überfahren. Schnell zur Seite. Schön ist er ja. Kann man ja nicht anders sagen. Das Coupé ist bekannt dafür, dass es sehr, sehr leicht ist. Also direkter Konkurrent zum Porsche 911. Ein sehr agiles Auto und nicht ganz so groß und träge, wie es der SLS ist. Mir gefällt er gut. Besonders als Coupé. Als Cabrio muss ich mich erst noch dran gewöhnen. Wow, das war toll. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Das war Schlossstück 2017. Classic Days ist jedes Mal wieder beeindruckend. Und ist, glaube ich, eine der Veranstaltungen, die diesen großen Veranstaltungen wie zum Beispiel Concorso d'Eleganza am Comer See oder in Pebble Beach in nichts nachstehen. Von exklusiv bis ganz normal. Und das ist das Tolle, dass die Leute alle gleichsam hier Spaß haben und das genießen. Die Enten machen ihre Pause in der Sonne. Da hinten gucken sich die letzten Besucher ihre Lieblingsautos an. Und wir machen das auch auf dem Weg nach Hause. Wir sagen danke fürs Zuschauen. Wenn euch das Video gefallen hat, einen Daumen nach oben. Abonniert unseren Kanal. Lasst eure Kommentare da und bis zum nächsten Mal. Ciao.